Hallo zusammen, schön, seid ihr heute wieder dabei bei der Yoga-Sequenz. Nimm deine Matte vor und stell dich drauf. Wir werden heute nämlich unsere Beine brauchen und für das starten wir stehend. Okay, auf deiner Matte. Du kannst entweder mitten drauf sein oder vorne auf dem Mattenkopf. Das spielt im Moment noch gerade keine Rolle. Alright. Schau, dass deine Füße entweder hüftbreit sind oder sich Zehen, die grossen Zehen sich berühren, was für dich angenehmer ist. Gut. Wenn du hier drinnen bist, schließe deine Augen und erlaube deinem Körper vollständig einzuatmen und auszuatmen. Machst du es noch einmal, atmest ein und atme aus. Atme dann weiter durch deine Nase ein und aus. Bringe nachher deine Aufmerksamkeit zu deinen Füßen. Spüre einfach mal hier, wie du drauf stehst. Ob dein Gewicht auf deinen Fersen ist oder auf deinen Füßen bauen oder auf den Zehen, auf der Innenseite oder Aussenseite von deinem Fuß. Und dann probiere das Gewicht gleichmäßig überall zu verteilen. Dort, wo du überall kein Gewicht drauf gibst, dass du dort ein bisschen Gewicht drauf gibst. Spüre, beobachten, was in deinem Körper passiert. Beobachte in deiner Haltung, was passiert. Und dann kannst du mal hier anfangen, dein Gewicht auf deine Zehen zu schieben. Alles für auf deine Zehenspitze. Ich löse auch ganz wenig deine Fersen. Und dann bringst du mal dein Gewicht auf deine linke Seite. Schiebst dein Gewicht hinten auf die Fersen. Ich löse sich deine Zehenspitze. Und dann schiebst du sie auf deine rechte Seite. Und dann kreisst du hier so weiter, wieder auf deine Zehen, nach rechts, hinten, nach links. Du bist hier in deinem eigenen Tempo. Du kannst die Kreise oder die Bewegung, besser gesagt, so gross oder so klein machen, wie es für dich stimmt. Wenn du mal wieder bei deinen Zehen bist angekommen, die Richtung wechseln und kreise in die andere Richtung. Wenn du wieder bei deinen Zehen bist angekommen, komm ganz zurück und probiere das Gewicht wieder schön zu verteilen auf deinen Füßen. Bringe dann den Blick zu deinen Zehen, wenn du sie noch nicht hast. Und dann strecken wir alle 5 Zehen von der Matte. Gut. Jetzt willst du von außen nach innen, vom kleinsten bis zum grössten, ein Zeil nach die andere zurück zur Matte bringen. Gut. Kommst wieder hoch. Und eine Zehe nach die andere wieder zurück zur Matte bringen. Und noch einmal hoch und sinken. Dann stellst du vor, du willst deine Matte wie zusammengreifen oder wie greifen mit deinen Füßen und wieder entspannen. Kommst wieder hoch, sinken, Zehe für Zehe und wieder schön greifen die Matte. Komm noch einmal hoch und Zehen für Zehen sinken. Lass es mal greifen und entspannen. Okay. Kommst nach vorne an deine Matte. Bringst dann deine Arme zur Seite hoch, ziehst die Hüftlänge, wachsen mit der Einatmung. Atme aus mit langem Rücken, faltest vorüber, komm hier in den Kopfknie. Kannst den Kopf
deine Hände, deine Schulter hier hängen. Deine Beine kannst du, wenn du möchtest, beugen. Und einfach mal hier zuerst ankommen. Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule, es gibt dir noch ein bisschen mehr Platz, in die Vorbeuge zu kommen. Gut. Liebe hier. Und die Rieschen rauf. Okay. Platziere dann deine Hände auf deine Matte. Sonst beuge deine Knie so fest, dass sie gut auf der Matte oder auf deinen Blocks oder auf deinen Büchern Platz haben. Mach dann einen grossen Schritt mit dem rechten Fuß zurück und in eine Runner's Pose. Atme ein, komm hoch. High Lunge. Gut. Bringe deine Hände vor dein Herz. Bleibe hier. Du musst gut schauen, dass dein vordere Knie über dem Fuß ist und dein hintere Bein gestreckt ist. Kannst du dir vorstellen, jemand stößt dich ab und du hebst entgegen. Bleibe hier. Spüre, wie deine Beine am Arbeiten sind. Und als Unterstützung nimm deine Atmung mit. Bringe nachher deine Arme zur Seite hoch. Und atme aus. Bringe Ellbogen und Schulterblätter zueinander. Öffne dein Herz. Atme ein. Zieh dich hier wieder in die Länge. Und ausatmen. Ellbogen und Schulterblätter zusammenbringen. Letztes Mal. Atme ein. Und atme aus. Noch einmal ein. Und aus. Gut, sehr schön. Sinke deine Hände zurück auf deine Matte. Grossen Schritt mit dem linken Fuß zurück. Komm in die abschauende Hund. Laufe hier in deinem Hund rein. Beuge ein Bein nach dem anderen. Komm hier an. Gut. Sinke dann deine Fersen. Komm zurück. Downward Facing Dog. Schiebe deine Schultern nach über deine Hände, komm in dein Brett. Atme aus, entweder Knie abstellen oder im Chaturanga zur Matte kommen. Atme ein, komm hoch, entweder Cobra oder Upward Facing Dog. Gut, atme aus, kommst zurück, Downward Facing Dog. Blick zu deinen Händen, laufen voran. Monkey Pose, länger Rücken. Atme aus, Kopf, Knie, runde Rücken. Atme ein, rollst Wirbel für Wirbel hoch, abwärts, laut, häng zum Himmel wachsen mit der Einatmung. Und atme aus, häng vor dein Herz und zur Seite. Gut, atme ein, komm hoch. Atme aus, fällt vorüber, Kopf, Knie. Und mach einen grossen Schritt mit dem linken Fuß hinten. Runner Pose. Kommst hoch, High Lunge. Gut, bringe deine Hände vor dein Herz. Das vordere Knie über dem Fuß, das hintere Bein schön strecken. Stell dir wieder vor, jemand stößt dich runter und du hebst entgegen. Alright, nehmen wir unsere Arme mit. Bringen sie zur Seite hoch. Atmen aus. Ellbogen und Schulter kommen zueinander. Ellbogen und Schulterblätter kommen zueinander. Atmen ein, hoch. Atmen aus, zueinander bringen. Das letzte Mal. Atmen ein, komm hoch. Und atmen aus. Bring sie zueinander. Sinke deine Hände, bring sie zurück auf die Matte. Grossen Schritt zurück mit rechts. Downward Facing Dog. Schiebe deine Schultern über deine Hände, komm in dein Brett. Atme aus, komm zur Matte. Atme ein, öffne dein Herz, Up Dog und Cobra. Atme aus, komm zurück, Downward Facing Dog. Blick zu deinen Händen, laufe mit den Füßen vorne. Monkey Pose. Atme aus, Kopf, Knie. Atme ein, roll hoch, upward salute. Atme aus, häng vor dein Herz und zur Seite. Atme ein, komm hoch.
Atmen aus, fällt vor, über mit langem Rücken. Wieder hier, grossen Schritt mit rechts, hinten machen, Runner Pose. Kommst hoch, High Lunge. High Lunge, Warrior One. Du die Füße anwinkeln. Das vordere Knie immer noch schön gebeugt behalten. Schau, dass beide Sitzbeinhöcker parallel sind. Sonst kannst du deine Hänge auch einstützen. Gut, kannst du deine Hänge auch vor dein Herz nehmen. Oder auch zur Seite hoch. Bleibe hier. Gut. Atme wieder aus. Komm zurück. Runner Pose. Drehe den Hinterfuß. Und laufe mit dem linken Fuß zurück. Downward Facing Dog. Atme ein. Komm in dein Brett. Atme aus. Komm zur Matte. Atme ein. Komm hoch. Und atme aus. Komm wieder zurück. Downward Facing Dog. Blick zu deinen Hängen. Laufe vor. Monkey Pose, Ardha Uttanasana, lange Rücken, atmen aus, Uttanasana, atmen ein, roll hoch, Upward Salute, atmen aus, häng vor dein Herz und zur Seite, atmen ein, komm hoch, atmen aus, fällt vorüber mit langem Rücken, Kopf, Knie. Grossen Schritt mit dem linken Fuß hinten machen. Runner Pose. Atme ein, komm hoch. High Lunge. Hinter Fuß anwinkeln. Warrior One. Das vordere Bein über dem Knie. Becken parallel. Spüre nachher. Gut. Häng vor dem Herz oder über deinem Kopf. Stay here. Breathe. Und atmen aus, sinken heim. Drei die Füße, komm zurück. Down Dog. Atmen ein, Brett. Atmen aus, komm zur Matte. Atme ein, öffne und atme aus, komm wieder zurück. Abschauend Hund. Blick zu deinen Hängen, laufe voran. Monkey Pose. Atme aus, Kopf, Knie. Atme ein, roll hoch, Upward Salute. Atme aus, häng vor dein Herz und zur Seite. Gut, bleibe hier, schließe deine Augen, spüre nachher in deinem Körper die Wärme. Atme schnell wieder ein, bringe deine Arme zur Seite hoch. Atme aus mit langem Rücken vorüber, Kopf, Knie. Wieder einen grossen Schritt mit rechts, hinten machen, Runner Pose. Gut. Rechte Hand gut verankern auf der Matte oder auf dem Block oder auf einem Buch. Zieh dann deine linken Fingerspitzen zur Tille. Bleibe hier. Stell dir wieder vor, jemand drückt dein hintere Bein ab und du hebst entgegen. Gut. Jetzt zieh deine Fingerspitzen nach hinten. Kreise weiter, komm zurück zu deinem Fuß und öffne dich. Du machst hier wirklich einen schönen, grossen Kreis. Ausschnaufen, wieder hinten bringen, zurück zum Fuß, einatmen, wieder hoch. Und noch einmal ausatmen. Einatmen. Gut. Bleibe hier. Wieder schön mit der Hand in die Matte, das hintere Bein schafft. Gut. Jetzt hier machst du wieder einen Kaktusarm mit dem Arm. Bringe dann die linke Ellbogen nach hinten. Du öffnest dich noch etwas mehr und dann ziehe deine linke Fingerspitze über deinem Kopf. In die Länge. Gut. Bleibe hier für den Atemzug.
sinken, deine linke Hand. Drehe beide Füße zueinander und komm hier in eine Vorbeuge. Nach den Kopf, deine Hände, deine Schultern, deine Arme zur Erde ziehen. Schau, dass hier deine Füße in die Matte, die Aussenseite deiner Füße in die Matte drücken. Du kannst in deine Ellbogen fassen. Du kannst aber auch deine Hände hinter deinem Kopf verschränken. Und wenn du merkst, dass es zu fest zieht, hier dabei, beuge deine Knie. Gut. Stütze nachher mit deinen Händen auf der Matte oder auf den Blocks auf. Platziere dann wieder deine Hände in deine Seite und hier bei deinem Becken. Bleibe parallel mit deinem Oberkörper zum Boden. Schein, du ziehst nach vorne und deine Sitzbeinhöcker kommen Richtung Dilli. Beuge hier deine Knie, ich will nicht, dass sie durchgestreckt sind, sondern du machst sie schonen, machst ein bisschen Microbending. Okay. Bleibe hier. Gut, schnaufen. Jetzt gehen wir weiter, strecke deine Arme zur Seite. Weiter schnaufen. Und dann schiebe deine Hände vorne. Und wenn du etwas möchtest, fassen. Einen Atemzug ein. Und aus. Sinken. Und fällt vorüber. Beuge schon deine Knie, dass du hier deine Beine entlasten kannst. Laufe nachher mit deinen Händen zu deinem rechten Fuß. Drehe deine Füße zurück. Runner's Pose. Gut. Verankere deine linke Hand und öffne dich hier nach rechts. Gut, mit der linken Hand in die Matte stützen. Rechte Fingerspitze zieht Dilli. Hintere Bein, stoss Dilli fort. Gut, machen wir hier wieder unsere Kreise. Atmen aus, die Fingerspitze ziehen nach hinten. Du kannst mit deinem Blick und deinen Finger folgen. Atmest weiter aus, bring sie zurück zum Fuß, mach wieder einen schönen Kreis, atmen ein, komm wieder hoch. Und aus, hinten ziehen. Und ein, wieder hoch. Und aus, hinten ziehen, letztes Mal. Und ein, komm hoch. Und hier wieder, Kaktusarme ziehen, den Ellbogen nach hinten. Blick nochmal, ein bisschen zur Dilli bringen. Öffne dich hier noch etwas mehr. Zieh dann mit den Fingerspitzen über deinem Kopf. Und sinke deine rechte Hand. Bring wieder deine Füße parallel, komm wieder hier in deine Grätsche. Du kannst deine Hände hier auf deinen Fußgelenk oder auf deinen Bein platzieren. Oder kannst du dich hier unten ziehen. Was für dich hier gäbiger ist, für in die Dehnung hier oder reinzukommen. Löse dann sanft deine Hände, platziere sie wieder auf deine Matte. Dein Bein zieht zur Dilli, schaut und zieht nach vorne. Platziere deine Hände wieder in deine Seite, in deine Hüfte. Halte hier. Aus der Kante der Füße gut verankern. Bringe deine Arme zur Seite. Halte. Und ziehe mit deinen Fingerspitzen nach vorne. Halte. Noch einen Atemzug. Und sinken. Fällt vorüber, Kopf, Knie. Hier hängen, Kopf, Schulter, Arme zur Erde ziehen. Gut. Stoss dich dann wieder hoch. Wir machen noch eine schöne Dehnung für unsere Beine. Gut. Beuge dein rechte Knie, strecke dein linke. Du kannst hier gut auf deine Zehenspitze kommen. Fuß ist flex.
kannst deine Hänge brauchen zum Abstützen. Nimm auch deine Blocks mit als Unterstützung. Gut, wir wechseln, kommen wieder hoch. Beugen linke Fuß, linkes Bein, strecken zur rechten. Gut, wir wechseln ab. Wieder nach links. Und nach rechts. Und noch einmal nach links. Und noch einmal nach rechts. Und das letzte Mal links. Und dann komm wieder hoch, grätschen. Wandere mit deinen Füßen zum linken, mit deinen Fingern zum linken Fuß, drehe dich zurück. Bringe die linke Fuß hinten. Downward Facing Dog. Blick zu deinen Hängen laufen mit deinen Füßen führen. Abknei. Atme Niro hoch. Upward Salute. Hang zum Himmel. Hang zum Herz. Und zur Seite. Gut. Zum Schluss machen wir noch eine Balancing-Übung. Schau, dass du dich auf der Matte wohlfindest. Wenn die Matte zu dick ist oder uneben ist, kannst du auch auf den Boden kommen. Oder du kannst natürlich auch eine Wange brauchen als Unterstützung. Gut. Such dir zuerst einen Punkt aus bei dir, auf dem Boden, an der Wange oder an der Tille, der sich nicht bewegt. Bringe dein Gewicht zuerst mal auf die linke Fuß, löse dann sanft den rechten. Und dann ziehe das rechte Bein an, so wie ein Flamingo. Gut. Beuge auch die Stand. Bein, es gibt ein bisschen mehr Stabilität. Gut. Hier bringst du deine Arme zur Seite, wenn du deine Balance gefunden hast. Und jetzt kommen wir in unsere Eagle Legs. Bringe also zuerst das rechte Bein über das linke. Du kannst hier mit dem Fuß abstützen. Oder auf einen Block mit dem Fuß oder auf das Buch. Gut. Wenn du noch mehr willst, kannst du probieren, mit dem Fuß einzuhängen in deine Eagle Legs. Gut. Bleibe hier. Jetzt bringe deine linke Hand über die rechte. Und entweder berühren sich Hängerücken oder die Handfläche. Gut. Hier schau dir deine Arme durch, dass du deine Balance kannst behalten kannst. Ellbogen ziehen hoch, die Schulter ziehen runter. Dann könnt ihr die Schulter auch noch ein bisschen davon profitieren. Noch einmal einschnaufen. Und aus. Und wenn du daraus gehst, komm einfach wieder rein. Take it easy. Step by step. Gut. Löse dann sanft wieder deine Hände. Bring sie zur Seite. Löse die Fuß, sinke deine rechte und schüttle das linke Bein aus. Und kreise den Fuß, das Fußgelenk. Gut. Wir wechseln ab. Suchst du wieder die Punkte aus. Schiebe dein Gewicht auf die rechte Fuß. Löse den linken. Zieh es an. Bleibe hier. Finde deine Balance. Beuge dein Bein. Gut. Bringe deine Arme zur Seite. Und dann kannst du hier linkes Bein über rechts. Kannst du hier wieder abstellen. Oder hier mit den Zehenspitzen auch dein Gewicht oder dein Gleichgewicht finden. Oder du kannst ganz einhängen. Gut. Jetzt Arme rechts über links. Handrücken oder Handfläche berühren sich. Ellbogen ziehen hoch, die Schultern ziehen runter. Wieder gut schnaufen. Lenke deine Atmung dorthin, wo sie dich am meisten beansprucht. Und dann löse sanft deine Arme, bring sie wieder zur Seite. Löse dein Bein, sinken und schüttle das rechte Bein aus. Kreise so wieder hier dein Fußgelenk. Und komm nachher wieder zurück auf deine Matte. Wie am Anfang schaust du, dass du entweder hüftbreit bist mit den Füßen oder die grossen Zehen sich berühren.
deine Hände, deine Schultern kannst du kurz hinten rollen. Ringfinger zieht in die Erde. Und wir enden hier unsere Yoga-Praxis. Bleib hier aber für einen Moment. Schließe deine Augen. Spüre nochmal nach. Dein Gewicht auf deinen Füßen. Schließe deine Augen. Vielleicht spürst du einen Unterschied am Anfang des Videos. Dann atme hier eine tief ein und aus. Und atme ein, bringe deine Arme zur Seite hoch. Wachse mit der Einatmung und atme aus, bringe deine Hände vor dein Herz. Und merci vielmals, bist du dabei gewesen. Namaste.